Was geht ab, Latonya? Daily Vlog schneiden. Boah, Alter, gestern Abend, das war so eine Action. 2 Stunden habe ich mit meinem Techniktypen verbracht. Wir haben die verschiedensten Sachen ausprobiert und ey, Digga, der Kerl ist krank, krass, wie er das herausgefunden hat. Und ja, jetzt funktioniert alles. Also ganz kurz zusammengefasst, das Problem war irgendwie, es ging nur entweder Eingabe, Soundeingabe oder Ausgabe. Also hören oder reinsprechen Mikro. Aber wir brauchen halt beides gleichzeitig und da hat sich irgendwas umgestellt, automatisch, also von Geistern, nicht von mir, sondern wirklich auch von Geistern, und dann hat das irgendwo gefunden und ich denke mir, Digga, das hätte ich in meinem Leben nie wieder richten können. Niemals, also echt Luxus, dass ich so den Typen habe. Also das ging sogar auf seinen Nacken, also das war noch Service von das, was ich gebucht habe, dass ich bei Fragen dann immer fragen kann und ihm einfach schreiben kann und dann machen wir sowas. Das ist echt geil. Einfach gehe ich jetzt erstmal was essen. Essen. Ich gönne mir angeblich Münchens beste Ramen. Haben wir ja letztens hier und da ein paar Ramen getestet, auch die krassesten Instant Ramen. Und ich wollte dem eigentlich welche mitbringen, also er hat danach gefragt. Das war einer der, die direkt gegeiert haben nach den Instant Ramen. Habe ich aber vergessen, dann hat er mich gestern dran erinnert. Boah, voll vergessen, dir Bescheid zu geben, bring mal ein paar mit wieder. Also nicht wieder, aber bring mal ein paar mit, wenn wir uns sehen. Und ja, das hat mich wieder auf die Idee gebracht, test mal hier Ramen, weil letztens, wo ich die getestet habe, die anderen Ramen plus den Instant Ramen, da haben voll viele meiner Kollegen dann geschrieben, hey, check doch Takumi ab und so. Ich so, ist der nicht überhyped und immer voll viel Schlange? Und dann haben die meisten geschrieben, ja, aber es lohnt sich. Deswegen schauen wir mal, ob das sich wirklich lohnt. Weil der andere war echt gar nicht gut. Boah, Leute, ich kann es nicht machen, Mann. Die Schlange ist wieder so lang. Also von außen sieht es gar nicht so lang aus, aber sie geht halt noch voll ewig rein. Und das ist so voll, boah. Ich hab so null Bock, Alter. Digga, wieso ist es immer so voll dort? Ja, jetzt sagt ihr natürlich in den Kommentaren, ja, da muss es sich ja lohnen. Wenn es so voll ist und immer Schlange. Boah, ich hab so keinen Bock anzustehen. Ich bin echt verwöhnt, Mann. Kennt ihr den Struggle? Schreibt es unten in die Kommentare. Ich habe halt null Bock. Wirklich null Bock anzustehen. Und es sind so viele Menschen. Ich habe mir was gegönnt. Ich wusste gar nicht, dass es hier saftiges Essen gibt. Das sind dieselben, die mal den 10-Euro-Döner gemacht haben. Damals, da gab es noch den 35-Euro-Döner nicht. Da habe ich den 10-Euro-Döner ausprobiert. Edel, super saftig. Und das ist das Café, das auch irgendwie Autoausstellung gleichzeitig ist. Deswegen hat es mich voll verwundert. Und da sind die jetzt neu drin oder wieder drin, weil zur Corona-Zeit hatten sie halt diesen Stand aufgemacht, wo sie halt Döner verkauft haben. Oh, perfekt, ich kann hier durch. Ich weiß auch, wo ich den gekauft habe und probiert habe, war lecker. Würde ich echt gerne wieder probieren, aber dadurch, dass sie jetzt wieder da drin sind, ein bisschen edler und verkaufen die den da drin leider nicht. Und dann habe ich den 35-Euro-Döner getestet und hat Sascha kommentiert, Kuss geht raus an Sascha, damals beim 10-Euro-Döner gesagt, boah, echt teuer, und dann sich 35-Euro-Döner gönnen. Leider habe ich die Karte gar nicht gesehen, also weil ich weiß, die sind krass, deswegen hätte ich gerne andere Sachen von denen getestet, weil zum Beispiel dieses Grilled Cheese Sandwich ist mit dem Brot von Julius Brandner, was ich euch auch schon mal gezeigt habe, was ich getestet habe, das beste Brot Münchens. Deswegen ist das, glaube ich, ziemlich krass. Das ist halt original einfach nur Brot und Käse. Also ich muss sagen, das so zu kaufen bei denen ist halt natürlich echt dumm. Also ich kann das Brot einfach direkt bei Julius Brandner kaufen und dann mir selber mit saftigem Käse machen. Also das ist echt etwas, wo man sagt, ja okay. Wobei, das hat schon was super Saftiges. Eine Zwiebel noch, Alter. Boah, das ist heftig. Mmh.
bisschen was Süßes, Leute. Gebratene Banane. Und Jay anscheinend. Deren Version. Ihr wisst ja, ich habe euch ein bisschen erzählt, dass wir darüber geredet haben, einen Jay-Laden aufzumachen. Und John meinte letztens, er macht einen auf. Also wie sicher, weiß ich nicht, aber er sagte, er hat geschrieben, er macht einen auf. Und dementsprechend hatte ich Bock auf das hier. Das ist warm, das ist nicht das Jay, was ich meinte. Das muss mit Eis sein, erfrischend. Gelees und Perlen. Ist auch ganz lecker, aber es muss kalt sein mit Eis. Nee, Mann. Check mal die Bananen. Und das ist saftig. Schön reintunken. Das ist nicht das, was ich erwartet hatte. Also das, was Chung macht oder machen wird, wird ganz anders. Es muss echt kalt sein. Viele Zutaten, Gelee, Perlen, all dies, das. Da ist gerade ein Kind vorbeigelaufen mit seiner Mutter. Also, oh mein Gott, Bubble Tea. Ich hatte noch nie Bubble Tea. Und da sagt die Mutter eiskalt, ja, da brauchst du jetzt auch nicht erst damit anfangen. So, Moment, sorry. Ich habe nebenbei was gehört. Ich wollte hier kurz rüberschauen, abchecken, Ticket kaufen, aber... weil jetzt ist ungefähr safe, wer alles am Start ist, aber leider, davor hatte ich echt Angst, aber wir sind auch ziemlich spät dran, also da haben wir uns echt zu viel Zeit gelassen. Nur noch Sonntag, ich habe keine Ahnung, ob sich das lohnt, ich frage mal nach, aber das ist echt tot, Mann. Schade, da haben wir uns echt zu viel Zeit gelassen, vielleicht fahren wir doch nicht. Was schade ist, was traurig ist, ich hatte schon Bock drauf, bisschen Action für die Vlogs, Mann. Oh mein Gott. Erstmal Licht an, sorry Leute. Yo, ja, die Tickets für Wochenende bzw. Samstag sind nicht mehr da, ausverkauft alles. John meinte ja schon mal so Schwarzmarkt, also eBay Kleinanzeigen, eBay und sowas. Und eine Menge Kaufgesuche habe ich gefunden, also ich bin nicht der Einzige, der zu spät dran ist. Also echt viele Kaufgesuche, mehrere hundert Stück, die noch Tickets suchen. Wir haben uns noch nicht entschieden, ob wir nur für Sonntag fahren und dann, keine Ahnung, entweder Samstag erst fahren anstatt Freitag und dann Montag wieder zurückfahren oder Samstag die Stadt abchecken oder sowas. Ich meine, es gibt genug zu tun in Düsseldorf. Ich hoffe, wir fahren. Kleiner Kurztrip, bisschen Action für die Vlogs. Schauen wir mal. Aber das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Heute... folgt mir auf Instagram, heute kein Stream, deswegen schaut nicht auf Twitch vorbei. Ansonsten natürlich in DeFi und Bitcoin investieren, Cashflow generieren. Serious Business und ciao, Alter.